Und das ist nicht möglich. Guck mal, schaut's euch an. Ich hab die. Ich muss auch mal kurz einen Moment sacken lassen. Ich hab meine ganze Gesundheit dort verbraten. Na gut, unmöglich, aber. Gut, dann können wir jetzt nach Hause. Wir fliegen nicht nach Hause. Keiner. Was? Doch, wir schon. Es ist genug Zeit, um alle zu warnen. Ich heiße, wir können Ellie retten. Wenn einer von uns zurückkehrt, werden sie folgen. Wir müssen den Shockpoint-Antrieb zerstören. Nein! Isaac, bringen Sie den Antrieb zum Reaktor. Sie müssen das für mich tun. Ja, ich bringe ihn zum Reaktor, damit ich ihn reinwerfen kann. Und dann sprengen wir das ganze Ding zum Teufel. Nein, Isaac, stopp! Ist auch wieder so ein moralischer Konflikt. Oh, wartet mal. Stopp. Ich brauch mal. Ich brauch erstmal ein bisschen Gesundheit. Was soll man jetzt davon halten? Also, ich find's einerseits gut, andererseits schlecht. Ich will nicht derjenige sein, der da eine Entscheidung fällen muss. Natürlich kann ich Carvers Ansicht verstehen, aber er ist scheinbar nicht so ganz betroffen. Und jetzt sind wir schon in Kapitel 3. Um Gottes Willen, schon in Kapitel 3. Wisst ihr, was das heißt? Wir kommen dem Ende näher. Das gefällt mir also gar nicht. Naja, Scheißdreck. Okay, dann wollen wir doch mal weitermachen. Ziehen wir es durch bis zum Ende. Ja, toll, das ist ja sinnvoll. Da musste ich im Grunde, um den gesamten DLC zu LP'en, musste ich, naja, zwei Aufnahmesessions machen, von der die erste gerade mal eine halbe Stunde war und die jetzt, ja, wird auch maximal 2 Stunden gehen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber es ist bestimmt schon über eine halbe Stunde. Ist ja jetzt auch egal. Oh, wartet mal. Ja. Ja, mein kleiner. Ach so, der ist gar nicht unten, ich dachte schon. Ach nee. Der Himmel wird sich teilen. Wir werden sie emporziehen. Sie werden verschlungen und wir werden eins mit ihnen. Oh, wer bist denn du? Hau ab. Vollendet die Kirche, vollendet dieses Schiff und führt uns heim. Macht uns vollkommen. Eine ganz schöne Säge, die der jedenfalls da in der Hand hat. Carver, Sie müssen mir zuhören. Ihnen? Isaac, Ihnen hat man auf der Ishimura ins Hirn geschissen. So oder so, ich werde diesen Shockpoint-Antrieb nehmen. Ich lasse nicht zu, dass Sie Ellie töten. Als Danik Sie sterben lassen wollte, war es Ihnen egal. Sie wussten, was auf dem Spiel stand. Es war überhaupt erst Ihre Schuld, dass die Monde erwachten. Arschloch! Ah, na toll, sehr großartig. Seht nur noch untereinander. Seht nur untereinander, Zwietracht. Perfekt. Ihr steckt ja beide nicht schon genug in der Scheiße. Aber Haupt. Oh, denn. Ihr miesen Schweine. Oh, seid ihr fies, ey. Noch einen kleineren Raum kann man uns wohl nicht stecken, ja? Ja, ist so geil, wie viel Munition, meine. Oh. Trollololololol. Ich setze hier mal meinen Suchrobot ab. Okay. Haut. Uiuiui. Also, man braucht doch schon etwas mehr Munition. Puh, aber trotzdem, ich finde es super, dass mein Plasma-Cutter hier so viel Munition hat. Und natürlich, wie soll es anders sein? Und ich habe es vergessen. Eine Platine, ja, ist nicht so schlimm. Jetzt gibt es hier nur noch einen Waffenteil und eine Platine. Ich denke mal, die findet man schon noch. Hat man von jeder eine gefunden, sodass man sie dann selbst bauen kann. Ich meine, das Hauptmaterial ist ja für Wolfram. Also braucht man größtenteils auch nur Wolfram. Ich bin trotzdem immer noch richtig gespannt, wie das Ganze hier enden soll. Schnell durch. Ui. Im Grunde müsste man ja die Platine... Schlimmer. Scheiße. Ich komme, Carver. Und Sie sollten mir lieber nicht in die Quere kommen. Nur zu, Adler. Ihr zwei habt euch lieb, hab ich recht. Nur zu, Arschloch. Ja. Brüder und Schwestern,
Das Zeitalter. Oh, sei ruhig, Dennick. Du ein Pisser. Oh, jetzt geht's in der Achterstation. Der Plan war gefährlich, aber einfach. Ich habe einen Adapter gebaut, der den Shockpoint-Antrieb mit dem Reaktor koppelt. Wir dachten, dass wir genug Energie erzeugen können, indem wir den Reaktorkern übersteuern. Ich schätze, wir werden es nie erfahren. Der Wahnsinn hat uns auseinandergerissen. Wir hörten auf, einander zuzuhören, zusammenzuarbeiten. Traurig, dass mein Glaube mich mein ganzes Leben begleitete und mich dann kurz vor meinem Tod verlässt. Es gibt keine Hoffnung auf eine Zukunft. Keine Wiedergeburt. Nur den Tod. Für uns alle. In gewisser Weise hat er recht. Nächster Halt, Konstruktion und Reparaturen. Oh, Michael Altman. Dieser alte Märtyrer. Ja, sieht im Grunde genauso gleich aus wie... Achter im Grunde, aber hier gibt's noch was. Ja. Ich weiß zwar nicht, was auf diesem Stuhl hier vorgefallen ist, aber es... Es ist auf jeden Fall nicht rechtens. Fuck! Nein! Scheiß! Oh Mist, okay, ich brauche eine Stange. Ich brauche eine richtige Stange. Nicht falsch verstehen. Komm, hier irgendwo gibt's doch bestimmt eine. Ja, da. Ja. Guckt's euch an. Naja, gut, also hier habe ich ja wieder einige gebraucht. Da ist es kein Wunder, dass mir das Zeug ausgeht. Hier, jetzt habe ich gleich mal 4 gebaut. Ich denke mal, mehr als eine brauche ich hier sowieso nicht mehr. Eine einzige. Die reicht schon. Ich wette, hier drin gibt es die Platine. Oder auch nicht. Oder? Ja, doch, Platine. Wolfram. Und eine Upgrade-Platine für... Ja, plus 3 plus Clip. Schön. Und sogar das Waffenteil gab's hier. Diffraktionsring. Das müsste doch wie für so eine Art Schrot oder so sein. Also Kompressor bestimmt und Diffraktion möglicherweise auch. Und sieht wie ein Rätsel aus, ist aber keins. Hm. Das ist bald genug, Isaac. Cover, machen Sie die Türen auf. Ich lasse nicht zu, dass Sie das Schiff zerstören. Und jetzt werden Sie mir den Shockpoint-Antrieb geben, verstanden? Wenn Sie ihn haben wollen, müssen Sie herkommen und ihn sich holen. Verdammt. Gut, das ist Ihr Ende. Ach, kommt schon, Leute. Wirklich? Gegen Carver kämpfen? Und er teleportiert sich. Ja, was ist das denn für eine... Boah. Sie sind tot, Isaac. Haben Sie verstanden? Ich lasse von Ihnen nicht da rausführen. Ich werde tun, was ich verdammt nochmal tun muss. Ich finde einen Weg zurück. Nein! Niemand geht von hier weg! Halt sie einfach still, verdammt! Okay. Was? Wie viele Leute sind denn mittlerweile hier? Oh, hallo? Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen unschlüssig, was ich hiervon halten soll, weil ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen... Ja, traurig und dämlich, dass die zwei sich jetzt... Die zwei jetzt gegeneinander kämpfen. Carver, du Arsch. Na warte, dafür wirst du büßen. Du hast mich gerade dismembert, jetzt werde ich dich dismembern. Oh, jetzt bin ich nochmal hier. Klasse. Das ganze Zeug wieder weg, oder? Ja, perfekt. Ist alles wieder weg. Na toll. Ich höre schon wieder dieses dämliche Geflüster. Oh, das ist ja schrecklich. Und was sagen die? Führen uns zur Erde? Obwohl, nee, ich verstehe es nicht ganz. Aber... So. Also ich komme jetzt gerade nur noch verarscht vor. Na gut, ich fasse mal wieder um die Gedanken.
Ja, das geht ja hier einen ganz schön komischen Gang. Ich habe auch schon irgendwie so ein Gefühl, auf was das hinauslaufen wird. Oder irgendwas mit Ende? Sagen die was mit Ende? So, diesmal verliere ich nicht. Ich habe genug Gesundheit und meine Waffen sind weg. Das bringt natürlich nichts, ist klar, aber... Ja, ich packe lieber noch ein bisschen mehr ein. Es kann nicht schaden, wenn man zu viel hat. Hat er noch nie geschadet. Obwohl, manchmal war er natürlich auch weniger mehr. Schieben fehlgeschlagen. Perfekt. Exzellente. Jetzt geht's weiter hier. Das ist weit genug, Isaac. Cover, machen Sie die Türen auf. Ich lasse nicht zu, dass Sie das Schiff zerstören. Und jetzt werden Sie mir den Shockpoint-Antrieb geben. Verstanden? Wenn Sie ihn haben wollen, müssen Sie herkommen und ihn sich holen. Verdammt. Gut, das ist Ihr Ende. Das ist hundertprozentig nur Singleplayer. Ja. Dunkel. Was? Vor allem, seit wann kann er sich porten? Du bist nur ein Phantom. Wo ist der echte? Hä? Ach, hier. Die Frage ist natürlich auch, ob das mit seinem Rick, ja, konform geht. Sie sind tot, Isaac. Haben Sie verstanden? Ich lasse von Ihnen nicht nach Hause führen. Ich werde tun, was ich verdammt nochmal tun muss. Ich finde einen Weg zurück. Nein, niemand geht von hier weg. Halten Sie einfach still, verdammt. Uhu. Oh, das wird ja immer kränker hier. Okay. Du bist der Echte. Ich beschieße dich mit Säure, aber es stört dich nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du willst? Na gut, jetzt geht's nochmal in diese abgefuckte Version in Vision. Die Erde kommt näher. Selbst jetzt können wir sie spüren. Voller Leben. Voller Marker. Aus jeder Welt, die wir verschlingen, erhebt sich ein neuer Bruder und wird vollkommen gemacht. Unser Netzwerk wird wachsen und wir werden ewig leben. Oh. Einen Augenblick mal. Der Marker. Er glüht. Jetzt verstehe ich das. Also die Aussage gerade von ihm. Dann kann ich dich doch verletzen. Lass mich. Schnell töte diesen Enhanced Waster. Okay, also warte, wo war ich gerade? Ach ja, genau. Das müsste demnach ja bedeuten, wenn er gesagt hat, jeder mit jeder Welt, die wir vernichten, wird einer von uns vollkommen, meint er ja bestimmt die Monde. Und das heißt, die Monde müssen Planeten verschlingen. Scheinbar auf denen es vielleicht Leben oder etwas gibt. Ah, jetzt kann ich dich angreifen, um halt eben vollkommen zu werden. Jetzt war sie aber noch nicht. Ich kann mir denken, wie es weitergeht. Jetzt werden die zwei hier noch vollkommen. Oh. Sag jetzt bitte nicht wieder der Marker, er glüht, das wissen wir mittlerweile. Bleibt. Ja, großartig. Dann lasse ich mich von der... Die Erde kommt näher.
Selbst jetzt können wir sie spüren. Voller Leben, voller Marker. Aus jeder Welt, die wir verschlingen, erhebt sich ein neuer Bruder. Guck, jetzt hat er es ja gesagt. Mit Bruder meinen die den Mond. Unser Netzwerk wird wachsen. Und wir ist aber echt nicht einfach. Vor allem nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Wo ist er? Ach, da. Ja, komm, fang an zu glühen. Irgendeiner wird glühen. Der Marker. Er glüht. Ja, und gleich wird er fallen. Dann kann ich dich doch verletzen. Ja, Tesla. Gelobt sei Nikola Tesla. Und ohne ihn hätte ich diese Waffe nicht. Und sonst wäre nicht. Sonst würde es ja nicht Tesla Enervator heißen. Oh, ich treffe daneben. Okay. Leide. Und die ganze Zeit über hat mich mein Tesla Enervator nie enttäuscht. Das ist schon echt Wahnsinn. Du bist der Nächste. Trotzdem, ich bräuchte auf dem Plasma-Cutter auf dem oberen Toolmerk noch viel mehr Geschwindigkeit. Nutze ich mal mein Plasma. Ja, schön. Und du hast nur noch ein Leben, vermute ich mal. Wahnsinn. Schon verständlich. Es ist Wahnsinn. Das erinnert doch wirklich sehr ein bisschen an Endkampf aus Dead Space 2. Der fand ja damals auch in Isaacs, naja, Kopf eigentlich statt. Kampf gegen den eigenen Geist, genau so ist es. Aha, lockst deine eigenen Leute. Aber was? Was stellt der Typ hier eigentlich dar? Ich frage mich immer noch. Sie können den Propheten töten, aber nicht den Gott. Ihre Chance, die Erde zu warnen, ist gekommen und vergangen. Wir kommen. Wir sind hungrig. Wir sind hier. Oh, scheiße, sieht das geil aus. Ich sehe nichts. Sie werden uns finden. Uns verschlingen. Wir werden vollkommen gemacht. Tja, ich hab dich zu Tode getreten. Schon traurig, was? So, aber was jetzt mit Carver? Habe ich den jetzt umgebracht oder war das Carver? Es geht aber doch gar nicht. Oh Gott. Sie hatten recht, Carver. Die wollten uns nur aufhalten. Sie wussten von Anfang an, wo die Erde ist. Und jetzt sind sie dorthin unterwegs. Haben Sie den Shockpoint-Antrieb noch? Ja. Ich werde jetzt diesen Reaktor ans Laufen bringen. Gehen Sie so schnell es geht zur Brücke und machen Sie sie abflugbereit. Hey, dann machen wir's? Ja, Carver. Wir fliegen nach Hause. Oh, um Gottes Willen, jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen, mal ehrlich. Ich dachte schon, die zwei bringen sich gegenseitig um. Das wäre natürlich... Okay. Ich bin im Reaktor. Okay, am Durchgang links. Wenn Sie aus dem Aufzug steigen, sollte eine provisorische Adapterinstallation sein. Sehen Sie sie? Warten Sie! Ich sehe nach! Grafisch wieder sehr imposant, muss ich sagen. Aber was ist das? Was ist denn das? Guck mal, die Corruption hier. Die bewegt sich so ganz ekelhaft. Das ist wirklich... faszinierend. Zysten, ich höre hier irgendwo Zysten. Wo sind sie? Okay. Oh, das klingt ja pervers, mal ehrlich. Wenn ich den Raum hier wieder sehe, denke ich vom Grundaufbau her schon wieder an, na keine Ahnung, also Dead Space 1 oder 2 halt in der Ishimura, der Zentrifugenraum sieht so ja so leicht ähnlich aus, zumindest mit den Gittern hier außenrum. Das hier drin ist natürlich schon ein bisschen anders. Das ist weitaus größer, das ist auch viel größer als wieder Computer im zweiten der Solaranlage. Okay, mal sehen, was aber mal schauen, was passiert. Tarnungsmodus aktiviert. Abschirmung wird geöffnet.
Warnung. Reaktor ist aktiv. Schädliche Radioaktivität registriert. Oh, oh. Halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand zum Kern ein. Isaac, dieses Schiff ist eine Antiquität. Wir brauchen mindestens doppelt so viel Energie, um den Shockpoint-Antrieb zu aktivieren. Wenn ich ein paar Kraftstoffkugeln finde, kann ich sie direkt in den Kern werfen und eine Überspannung erzwingen. Ist das auch sicher? Nein. Was sind das jetzt hier für Teile? Das sind Megazysten. Okay, die halten aber wirklich... Naja, nicht unbedingt was aus. Ich habe sie mir jetzt ein bisschen stärker vorgestellt. Aber hier gibt es bestimmt noch mehr, also Kraftstoff. Ah, da drüben. Ja, ganz toll. Ist ja fast wie in so einer Art, in so einem Art Kernreaktor. Ich meine, wenn das Ding radioaktiv ist. Ja. Release. Da ist ja nur das Zeichen hier für Radioaktivität drauf. Ach ja, wartet mal. Ja, stimmt, so geht's. Gut, gut, gut. Blöd, warum hat man denn da hinten Stase? Wie kann's denn nur sein? Gib mir diesen komischen Kraftstoff. Was ist denn das? So was wie Uran? Lüftung initiiert. Oh. Isaac, die Energieleistung ist hochgegangen, aber jetzt sinkt sie wieder. Mist! Die Kühlkörper belüften den Kern. Ich versuche sie zu zerschießen, damit der Kern übersteuert werden kann. Komm. Ich habe irgendwie Angst vor diesem grünen Licht. Bitte erzählt mir, dass das sicher ist. Lüftung abgeschlossen. Reaktorausstoß normal. Okay. Es ist trotzdem radioaktiv, also ich würde aufpassen, wenn ich du wäre.